Hallo meine Freunde und willkommen zurück zuletzt bei Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, wir sind hier mittlerweile immer noch im Fleckmonbrunnen, heißt er, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wir sind offscreen mal kurz zurückgerannt, um etwas zu holen. Mina, was haben wir uns denn geholt? Oder besser gesagt, was habe ich mir geholt? Die Angel. Ja! Wir müssen uns also kein Fritzelblitz hier drinnen fangen. Wir... Außer du angelst einen Fritzelblitz. Hör auf damit! Oder Voltenzo. Hör auf damit! Nein. Wir werden jetzt einfach mal versuchen, hier etwas zu angeln. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es etwas besser... Oh mein Gott! Hör auf damit! Du siehst schon, heute habe ich es auf dich abgesehen. Ja! Ich weiß nicht, was ich dir getan habe, aber es muss fürchterlich sein. Es beißt sowieso nichts an. Du bist einfach ein schlechter Angler. Hey! Was habe ich dir getan, Mina? Ich muss dir später... Gestern kam ein Spiel raus, das ich unbedingt haben will auf Steam. Ich kann es mir nur gerade nicht kaufen, weil ich immer noch kein Krankengeld habe. Aber das könnte auch was für dich sein. Ich bin sowieso pleite, weil London mir immer noch sowas von das Genick bricht. Oh! Hast du ein Pokémon geangelt? Und es ist... Zwirklob, das ist cool. Das ist richtig geil. Stell dir mal vor, wir kriegen zufälligerweise noch irgendwo einen Evoliten. Ein Evoliten? Ja. Das wäre doch geil. Zwirklob, ja. Zwirklob mit Evolit, das ist der Shit. Und es hat Level 10, sehe ich gerade. Oh mein Gott, ist das stark. Erstmal paralysieren. Kannst du eigentlich gleich mitnehmen dann? Wen schmeiße ich dafür raus? Müsste ich da mal schauen. Und nein, ich schmeiße definitiv nicht eins meiner Feuer-Pokémon raus. Das Einzige, das ich entbehren könnte, wäre Thunder, weil ich sag, will ich das nicht entbehren, weil es lernt, wenn ich mich nicht irre, relativ bald Funkensprung. Und ich würde ganz gerne das Ei ausbrüten, aber... Togepi ist nicht gerandomized, wie du sagst, und... Togepi braucht halt kein Mensch. Es ist eher die Frage, wie füge ich dem Viech Schaden zu, ohne es zu töten? Das hält doch viel aus, oder? Sollte es? Dann geh doch auf also Haspirohr. Eine Glut überlebt es doch auf jeden Fall, oder? Ja, bestimmt. Ja, also komm schon. Ab auf Glut, verbrennen kann ich es ja nicht mehr. Sollte es eigentlich sogar... Ja, schau dir das mal an, das macht ja gar keinen Schaden. Also es kann auf jeden Fall schon mal in Aussetzer und Gesichte. Gute Angriffe. Nein! Warum machst du sowas? Och, komm schon! Was soll denn die Scheiße? Da hat es jemand zu gut gemeint. Was soll denn das? Ich hätte das... Alter, ich hätte das Zwirklob jetzt echt gerne gehabt. Das wäre auch richtig cool gewesen. Rechtfertige dich, Inferno! Es trottet fröhlich hinter mir her. Ich habe alles gut gemacht. Ich habe das gegnerische Pokémon gekillt. Ja, nach dem Motto ungefähr. Ich habe das gut gemacht. Ich habe einen Crit gelandet. Ich habe jetzt eine ganz wichtige Frage an dich. Es ist der 1. September 2019. Kann sein. Was hältst du von Leuten, die sich am 31. August 2019, also gestern, schon Weihnachtsschokolade gekauft haben? Das ist, es gibt spezielle Weihnachtsschokolade? Ja, Dominosteine, Marzipan, ach so, was meinst du jetzt? Lebkuchen, Spekulatius, Gesundheit. Danke. Dazu erst einmal die Frage, bevor ich darauf eingehe. Das wird schon verkauft? Ja.
Warte mal, wir haben den 1. September. Es gibt schon Spekulatius? Ja, ich habe mich gestern gefreut wie ein Schneekönig. So, mein Gott, die verkaufen schon Lebkuchen. Oh, geil. Okay. Da draußen hat es gefühlt 28 bis 30 Grad. Handy, was sagst du dazu? Du sagst mir, dass es draußen 25 Grad hat. Bei uns ist heute voll kalt. Es hat 25 Grad bei mir da draußen. Und hier in der Wohnung. Ich habe heute Wintersocken an. Also Kuschelsocken, weil es so kalt ist hier. Und hier in der Wohnung krepiere ich gleich. Gut, das liegt am PC, aber. Wir haben 17 Grad. Nur. Bei mir da draußen 25 Grad. Und dann denkst du an Spekulatius und Lebkuchen? Ja. Ich meine, okay, Lebkuchen sind schon geil. Lebkuchen sind schon geil. Ich mag Lebkuchen. Gehören zu den wenigen Süßigkeiten, die ich wirklich mag. Also, nicht nur mag, sondern ich mag sie halt wirklich gern. Aber die ohne O-Platten, oder? Die so ein Herzchen formen und in ja. Ja, gut, das sind die guten. Dann wollen wir aber mal erkennen, was du für ein Mensch bist, Nina. Es gibt nur zwei Arten von Menschen bei sowas. Vollmilch oder Zartbitter. Vollmilch. Okay. Ich esse auch Zartbitter, aber freue mich mal lieber. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Gut, grundsätzlich muss ich aber sagen, mag ich Zartbitter wesentlich lieber. Aber bei Lebkuchen esse ich sogar beides gerne. Aber sonst im Grunde und im Großen und Ganzen esse ich Zartbitter wesentlich lieber. Weil die nicht so süß ist. Ja, bei mir ist genau andersrum. Deswegen habe ich dann ganz gerne mal so zum Snacken oder wenn ich backe oder so, habe ich wahnsinnig gerne 99%ige Kakaoschokolade daheim. Oh, nein, sowas mag ich gar nicht. Ist mir viel zu bitter. Liebe. Hör auf! Alter, macht es viel Schaden! Also ich mag es sehr. Oh mein Gott! Cool! Scarabon, dieses. Eins dieser wenigen Käfer-Pokémon, vor denen man halt echt Angst hat. Ja. Okay, ich muss auf jeden Fall rauswechseln. Denk mal, das Beste ist tatsächlich Inferno. Scaraborn ist ein richtig cooles Pokémon. Ich liebe Scaraborn. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Gehört zu meinem Lieblingskäfer-Pokémon. Ist jetzt nicht mein Lieblingskäfer-Pokémon, aber es gehört definitiv dazu. Ich mag es wirklich sehr. Es ist halt auch unfassbar stark. Und was durch die Mega-Entwicklung passiert, das ist sowieso. Es grenzt sowieso an Lächerlichkeit. Ich finde, Mega Scarabon ist viel zu stark geworden. Badadadam. Wow! Jaula! Ich sag nichts gegen Jaula. Ich dachte, das Viech hätte jetzt endlich mal Funkensprung oder so. Erstmal Fritzelpitz wieder ein bisschen heilen. Ich hoffe, dass Haspiro sich bald entwickelt. Boah, da sitzt so eine scheiß Fliege auf meinem Bildschirm. Hau ab! Böse Fliege. Fritzelblätz. Ist die Fliege weg? Oh, ein Supertrank! Den kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es so kräftige Farben hat. Spiel? Hard Gold und Soul Silver, ja. Ja, ich denke mal, das kommt jetzt gerade auch nur so rüber, weil die halt lilane Haare haben, das Fleckmann ist dann lila und es sind sehr kräftige Farben gerade. Oh mein Gott! Oh, es ist so schön. Es ist wunderschön.
Erstmal paralysieren. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Und ich glaube, Meganje wird mir auch sehr viele Erfahrungspunkte geben. Ja. Hör auf! Das kann ich auch. Das Gegenstück dazu. Ah. Schnallt euch an, das wird jetzt ein langer Kampf. Wieso machst du noch mehr Silberblick? Warum wechselst du nicht endlich auf ein Feuer-Pokémon? Damit Thunder endlich mal Erfahrungspunkte bekommt. Ah, okay. Ja gut, das ist relatable. Ich will es halt endlich, ich will es halt mit Thunder irgendwie besiegen, damit das Viech endlich mal gescheit Erfahrungspunkte bekommt. Damit das endlich mal was lernt. Weil es hat halt gerade echt keine Daseinsberechtigung, wenn man das mal so böse ausdrücken darf. Aber das hat es auch lange nicht. Oh mein Gott! Keine guten Donner-Attacken lernt. Ich bin dann mal weg. Das wurde mir dann... Oh, du kannst auch noch Giftpuder. Was hast du für einen Movepool auf Level 9? Sei denn nicht so widerlich, Meganje. Es lernt halt wirklich nichts, Fritzelbitzen. Das ist halt das Problem. Es kann Tackle, Heule, Rasierblatt, Giftpuder und das war's. Ab Level 12 kann es schon Synthese. Ja gut, Level 12 hat er es ja noch nicht. Es hat schon viel Erfahrungspunkte gegeben. 200 pro Pokémon. Also 400 hat es gegeben. Das ist viel. Roserade. Gott, ist das ein schönes Pokémon. Es ist halt voll süß. Gott, ist das ein schönes Pokémon. Lockduff ist auch so eine Attacke, die ich nie verstanden habe, warum sie existiert. Warum bekommt man die Möglichkeit, den Fluchtwert eines Pokémons zu senken? Wann erweist sich das als nützlich, den Fluchtwert zu senken? Du hast deinen Textdings gar nicht auf 3 gestellt. Ist mir gerade aufgefallen, dass du gerade dich verklickt hattest. Mein was? Deine Textgeschwindigkeit. Gute Idee. Ja. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Hi! Weißt du, an wen mich der Team Rocket-Typ da oben mit den mintgrünen Haaren erinnert? Weiß ich nicht, an einen Clown? An N. An N? Ja, der hat doch auch so mintgrüne Haare. Aber N ist halb dunkel. Ach stimmt, siehst du, ich wollte dir letztens schon das Bild zeigen, das ich mal gemalt habe, die Mega-Entwicklung. Stimmt, das hast du mir noch nicht gezeigt. Aber ich hab's vergessen. Oh mein Gott, ich liebe Magnaien. Es ist so ein cooles Pokémon. Bam, 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 bam. Hier. Oh mein Gott, das ist so alt. Das habe ich am 9. September 2014 gezeichnet. 2014? Ja. Das ist ein paar Tage her. Ein bisschen. Fund! Oh, das macht so viel Schaden. Haspiro ist so stark. Haspiro? Ja, das stimmt. Ja, das zerlegt irgendwie alles. Nochmal Magnaien. La 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 la. Ja, wir müssen wieder auf Thunder wechseln, weil wir brauchen die Erfahrungspunkte. So ein einzelner Tackle wird dann, das macht ja keinen Schaden. Erstmal Dönerwelle. Die einzig relevante Frage ist jetzt, wie viel Schaden mache ich mit einem Tackle? Ja. Nicht viel wahrscheinlich.
Es war etwas. Es war immerhin etwas. Ich liebe das. Hasbiro ist insgesamt so toll. Alles an ihm ist so toll. Ich wollte immer noch nachschauen, wo übrigens der Namensbewerter ist. Namensgeber, Gedönshalter, Namensänderer. Weil wir müssen den Namen von Hasbiro noch ändern. Ja, warte, ich guck mal. Namensbewährter Soul Silver. Wahrscheinlich irgendwo in der Türkei, wo ich niemals hinkomme. Hard Gold and Soul Silver, mein YouTube-Channel. In einem Haus in Dukatia City. Dukatia City, Dukatia... Oh, da kommen wir doch gleich hin, oder? Weiß ich nicht. Oh, die vierte Gen ist so lange her. Auf dem Weg nach Dukatia City. In Dukatia City neben dem Eingang zum Untergrund und, und in Lavandia. Perfekt. Perfekt, das bedeutet, wir können den Namen von Hasbiro sehr bald ändern. Stirbsnebel! Cool. Snebel ist auch so ein Pokémon, wo es zwingend notwendig war, dass es eine Entwicklung bekommt. Weil Snebel einfach viel zu cool ist, aber so nutzlos war. Und dann kam Snibuna. Wunderbarigst. So. Nein. Das geht noch. Ja, es ist der Lance, Butters. Scott. Das passt auch. Heißt nicht der dicke Scott, der aus Rubin. Nee. Doch, aus Smaragd und so. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Scott Tenement sterben muss. Wie findest du Butalandas Mega-Entwicklung? Naja. Ist jetzt nicht meine Lieblings-Mega-Entwicklung, sagen wir es einfach mal so. Ist überhaupt nicht meine Lieblings-Mega-Entwicklung. Es ist ein riesiger Bumerang. Ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich bin nicht unbedingt der größte Butalanda-Fan. Okay, warum nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie... Es ist cooler als Dragoran. Aber das ist auch nicht schwer. Aber irgendwie... Ich meine, Brutalanda kam ja in der dritten Gen. Und in der dritten Gen kam Libeldra. Und Libeldra ist halt einfach ein so viel cooleres Drachen-Pokémon als Brutalanda in meinen Augen. Ach so. Ich finde Libeldra in sämtlichen Punkten... Oh mein Gott, Knarksel! Das ist ein Drache. Heißt, die Entwicklung, das ist auch ein cooles Pokémon. Die Entwicklung davon, Knackrack. Das ist eins meiner liebsten Drachen-Pokémon. Mein zweitliebstes Drachen-Pokémon wahrscheinlich sogar. Das Beste ist und bleibt immer Maxax. Ich meine, Maxax ist das coolste Drachen-Pokémon. Aber Knacksel ist halt auch so cool. Oder Knackrack, besser gesagt. Ist auch so cool. Oh mein Gott, nein, nein, oh mein Gott, Ente. Oh, oh mein Herz. Crit, nein, das Viech lebt noch. Aber du musst jetzt rauswechseln. Okay. Inferno hat nicht genügend KP. Reicht ein Tempohieb aus? Schon, oder? Ich denke. Ist meine einzige Wahl, ohne ein Pokémon zu verlieren. Weil Feuerarsch hat Tempo-Hieb. Ich würde ja gerne auf Inferno gehen, wegen Ruckzuck-Hieb, aber es tankt keine Drachenwut. Feuerarsch tankt eine Drachenwut. Alter fucking Drachenwut. Ich hab's gesagt, ich habe jetzt schon Angst davor, wenn irgendwann eine Drachenwut kommt.
Oh, der Vorteil von Drachenwut ist, es kann nicht critten. Das ist wahr. Das muss Feuer Arsch! Tu es! Ja! Oh, es war mir ein ganz kleines bisschen zu knapp. Das war für meinen Geschmack ein ganz, ganz mini-fuzzi kleines bisschen zu knapp. Oh, ich sehe gerade, du hast mir das Bild schon geschickt. Ja. Moment. Oh mein Gott. Wir sind gerade... Kurt, hier, Kurt. Boah, Kurt. Du laggst gerade übelst. Warum lagge ich? Oh mein Gott! Mina, was hast du da getan? Ich habe was gezeichnet. Es ist so geil. Hattest du da geplant, dass es irgendwie ein Geisttyp dazu bekommt oder ein Feuertyp? Geist. Geist und Licht. Ich hab's mir schon fast gedacht, wegen diesen blauen Schlieren oder Geistflammen kann man schon beinahe nennen. Oh, Mina, ich liebe es. Ich liebe es. Erlecke ich immer noch? Nee. Sehr gut. Turboball! Den ich niemals einsetzen werde, wahrscheinlich. Außer bei irgendwelchen Pokémon, die... Was willst du jetzt von mir? Ich hätte es lesen sollen. Ich soll Aprikokos abgeben. Geben wir die Schweizer ab? Komm, wir geben die Schweizer ab. Die Schweizer? Der Schweizer Aprikoko. Vielen Dank, ich werde das Schoki daraus fertigen. Nein. Darf ich fragen, warum nicht? Willst du die Nummer wirklich nicht? Weil ihr scheiße seid. Sei doch nicht so fies. Weil sie mich die ganze Zeit anrufen würden und belästigen würden. Sei doch nicht so fies. Ist doch wahr, die würden mich nur belästigen. Gibt der mir die Superangel, der da steht? Was ist nochmal? Ne, halt Profiangel ist nicht so, ist schlechter als Superangel. Ich finde den Namen merkwürdig. Ich bin immer der Meinung, dass vom Namen her klingt die Profiangel besser als die Superangel. Ja, das hat mich auch immer verwirrt. Schon, oder? Weil ja. Profi ist halt für mich... Alter, du bist ein Profi, komm, du fängst das Beste. Du bist krass drauf, Mann. Und super ist halt dann... Weiß nicht, es ist halt besser als normal. Ich meine, der Pokéball und dann kommt der Superball. Fuck, leckt das Spiel gerade brutal. Geht's hier draußen? Oh mein Gott, warum leckt das Spiel gerade so lächerlich? Kannst dir nicht sagen. Oh mein Gott. Was? Das Ei schlüpft jetzt schon? Ist doch gut. Jetzt wissen wir, ob es gerandomized ist oder nicht. Komm, sei gerandomized. Ach, fick dich doch. Als ob irgendjemand Togepi haben würde. Du. Was hast du gegen Togepi? Es ist schwach. Na und? Ich mag allerdings, muss ich sagen, Togetic. Vom Design her. Wie nennen wir es denn? Egg McMuffin. Nenn's Omelette. Ich wollte es gerade Egg mit Muffin nennen. Aber Omelette ist auch okay. Wobei das ja eher zu Owei passen würde. Ich überlege jetzt gerade, ob ich es Omelette nennen will, aber es passt halt nicht, weil es ist ein Männchen. Opalette. Omelette, Gott, ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, da schreibt man Omelette, oder? Omelette, ja. Schon, gell? Mit zwei L. Nee, mit zwei T. Wollte ich jetzt gerade sagen, das schreibt man noch mit zwei T. Ich bin verwirrt.
sicher, dass man das so schreibt. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Das sieht komisch aus, ne? Schreibt man das mit 2 M? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Nein, Omelette, du hast es schon richtig geschrieben. Warum sieht das dann so merkwürdig aus? Ich weiß es nicht. Okay. Es ist fake. Na, ihr habt gehört, ist geschlüpft, der Verlasser, Eifertrauen, besuch mich mal. Krieg ich dann was von dem, wenn ich den besuch? Krieg ich dann einen Dickter? Oder einen Dickdri, besser gesagt? Oh mein Gott, das hat Level 1. What? Wieso kannst du auf Level 1 Sondersensor? Es ist crazy und krass cool. Es hat ein gutes Wesen. Init hoch, Angriff runter. Und ich meine, es greift eh nur speziell an. Scheu ist es doch dann, oder? Wo steht's denn? Ah, da, Scheu. Wir könnten Togepi mal behalten. Bis wir was Besseres haben. Was wir nicht haben. Wir haben nichts Besseres. Weil wir ignorieren Schlurbleck. Ist im Pokémon Center Lexa wenigstens nicht so? Ich hab das Gefühl, es leckt gerade überall. Aber ist okay. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal, machen wir die Arena. Mina, machen wir die Arena? Ja, klar. Wir machen die Arena. Ich glaube, das wird cool. Ah, wir machen die Arena beim nächsten Mal und schauen uns mal an, was uns dort für ein Typ erwarten würde und hoffentlich nichts irgendwie Gefährliches wie Wasser. Wasser wäre ein fürchterlicher Typ. Wasser wäre ein fürchterlicher Typ gegen mich. Oder stell mir vor, Drache. Oh mein Gott. Drache und alle Instant Drachenwut. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle wieder. Und es wird, glaube ich, fürchterlich. Es wird richtig fürchterlich. Ich habe Angst. Also gut, meine Freunde, das war der Let's Play. Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.